Hey ho, herzlich willkommen zurück zu Mad Mike und den Derpioten hier bei Smite. Dem ersten MOBA, das ich wirklich geil finde, weil es FPS ist. Wir spielen Assault und the match is just ready. Ich bin am überlegen, ob ich das Ganze zukünftig vielleicht sogar streame. Da brauche ich Feedback, ob ihr das haben wollt, weil ich bin nicht so der normalste MOBA-Spieler, den es hier gibt. Und ich stehe dazu. Momentan sieht es so aus, als ob mindestens noch einer fehlt. Matching. So. Ich bin Freya geworden. Ich wollte aber keine Freya eigentlich haben. Wieso bin ich Freya? Wird man hier... Es kann sein, dass in manchen Spielmodis man automatisch zusammengewürfelt wird. Also auch was für Charaktere man hat. Ich bin jetzt Freya. Freya hat ein großes Breitschwert, ein Zweihänder, ein was auch immer und hat einige Runen drauf. Sieht eigentlich ziemlich schick aus. Mein eigentlicher Charakter wäre... In der Hinsicht eigentlich lieber, ich bin ein absoluter Odin-Fanatiker, muss ich sagen. Das ist ein Tank. Aber Freya sieht schon so ganz okay aus. Könnte ein Brawler sein. Sieht fast nach einem Brawler aus. Brawler ist auch okay. Hauptsache rein. Bin ich so der Fernkampf-Liebhaber. Das Schöne ist einfach bei diesem Spiel, man ist nicht sofort immer so schnell tot. Das ist, man hält so ein bisschen, man ist ja ein Gott. Man hält ja ein bisschen was aus. Und bei LOL habe ich immer das Gefühl, wenn du irgendjemand schräg anguckst, so, squishy. Direkt weg. Und man kann sich ein bisschen besser orientieren. Also man hat nicht diese Top-Down-Sicht, wo man fast nichts sieht, sondern man hat wirklich so, man kann auch bis zu einem gewissen Weite durch die Umgebung, den roten, das dauert aber ganz schön lang, wir hatten hier so einen Krüppelrechner, ach, unten links, die Nisa-Spielerin. Man kann halt durch die Umgebung die rote Silhouette des Gegners sehen und das ist richtig, richtig nice. Ja, jetzt, hallo? Es ist zum Glück die gegnerische Seite. Also normalerweise ist das immer schon ein Anzeichen dafür, dass nachher einer rausdroppt, weil die Leitung oder der PC, meistens natürlich die Leitung, wobei, nicht so das Wahre ist. Und das ist bei einem MOBA-Spiel ziemlich nervig. Die League of Legends-Spieler unter euch wissen das bestimmt ganz, ganz gut, dass das gerade bei Random-Spielen, wenn man eben nicht vier andere lustige Herrschaften oder Damen hat, die halt gerne im MOBA spielen, ziemlich auf den Sack geht. Na, jetzt sind wir aber drin. For Asgard. So, hier wird auch nicht automatisch gelevelt. Hier müssen wir auch alles selber machen. Gut, das Einkaufen geht automatisch immer noch. Glaube ich zumindest. Ja. Und ich muss mir tatsächlich bei ihr mal kurz die Skills angucken. Wir haben Irradiate. Freya activates a buff that lasts for 5 seconds that gives her plus 10 physical lifesteal. Ja, das war der Disconnector. Freya activates a buff for 5 seconds that gives her plus 10 magical lifesteal. Banish. Oh, sie kann fliegen. Same here with Odin usually. So. Na gut, macht nix. Wir lernen sie jetzt einfach mal kennen. Das Tolle ist, man kann ja jeden Gott in den Tutorials anspielen und sehen, was sie machen. Das macht wirklich Sinn, wenn man solche Sachen hier spielt, um sich mit so vielen Göttern wie möglich auszukennen. Ich habe übrigens Geld für das MOBA hier ausgegeben. Ich habe alle Götter. Sie gehören alle mir. So, das ist also so eine Art Charge. Ah, interessant. Ach komm, up, up and away. Ah, die fliegt dann und macht... Ah, das macht sie also. Okay, das ist interessant. Sie ist echt schwer zu spielen. Sie ist aber ein absoluter Brawler. Okay, also es ist ein bisschen schwer jetzt. Es ist eine komplette Umgewöhnung momentan. Freya noch nie gespielt vorher. Aber wir versuchen das. Schick animiert sind sie auf jeden Fall alle. Ich kann auf jeden Fall fliegen. Und das Ziel ist einfach nur chargen und dann rein, wie es aussieht. Das ist natürlich ziemlich nervig, wenn andere nicht dabei sind. Bin ganz schön gut zu Fuß, muss ich sagen. Natürlich scheiße jetzt, weil mit der kenne ich mich gar nicht aus. Der Affengott ist ziemlich cool. Hier, links neben mir. Ah, das ist also so hochheben. Incoming. So, der ist weg. Assisted zumindest. Okay, wir können jetzt gerade nicht ran. Uns fehlen nämlich beim besten Willen gerade noch ein bisschen... Ah, er kommt. Der kleine böse Hades. Wir brauchen noch ein paar Mobs, sonst ist der Tower da nämlich ein Problem. Der Affe ist echt geil. Level 6, sehr schön. Komm, noch ein bisschen ran. Ah, wir kommen da nicht ran. Ich bin halt ein absoluter Brawler. Ich komme nicht da ran. Genauso wie Emil da rankommt.
Jetzt kann ich aber was. Bye bye, Hades. Ja, hab ich. Bye bye, mein Freund. Was ist das für ein Schwein hier? Sauereien sind das. Oh. Oh, böse. Nice. Aber ich hab's dir mitgenommen. Alter Schwede. Oh, Zeus ist auch down. Das ist richtig übel. Also Assault ist richtig geil. Du hast nur eine Lane, die wir halt entsprechend durchprügeln müssen. Das kann richtig, richtig lange dauern. Wir sind ja auf unserem Kanal momentan wieder mal geflaggt. Das liegt daran, dass Sony Entertainment wohl irgendwie die letzte... Nee, Sony war es doch, glaube ich, gar nicht. Square Enix mochte die letzte Folge wohl von Lara Crofts Tomb Raider nicht. Musste sagen, dass das schon ein paar Monate her ist und plötzlich ist immer geflaggt. Das ist so YouTube-typisch echt scheiße. So, wieder weg. Aber irgendwie müssen wir mal ran da. Ahu! Ich mach mal jetzt Folgendes. Ah, muss ein bisschen warten, noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten. 5 Sekunden noch, dann ist mein Ulti wieder ready. Light my blade, up into the sky! Hallo! Kurz hier vorbei. Kann leider nicht so einfach zurück. Man muss also wirklich ganz, den ganzen Weg zurück oder sterben, um sich wieder zu heilen. Aber ich habe momentan Regeneration noch an. Der Turm muss mal langsam kaputt gemacht werden. Könnte ich eigentlich mal fliegend... Oh, oh. Leute, kommt ihr wieder? Ja, sehr schön. Bin halt leider kein Fernkämpfer. Man sieht's ja. Snip, snip. Also ich schütze lieber hier unseren Zeus mal so ein bisschen. Der ist nämlich ziemlich angekratzt. Oh, nicht gut, nicht gut. Das war ziemlich doof gesetzt. Da kommen unsere Minions. Oh nein, 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 ich bin in die Falle geraten. Ah, nicely played, Hades. Nicely played. Ah, okay, das war von meiner Seite aus ziemlich nicht voraussehend, vor allem vorausschauend geplant. Es sind 4 Stück gewesen. 3 von uns sind down. Das dauert aber jetzt ganz schön. Sieht nicht gut aus, Leute. Vor allem 2 Leben und... Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Es ist halt dieses zusammengewürfelte Prinzip von Helden, alle random. Und der Tower ist ja noch dazwischen, aber der andere sieht schon eigentlich ziemlich angekratzt aus. Wobei deren dürfte eigentlich auch ziemlich angekratzt sein. So, jetzt gucken wir mal, dass wir to the sky wieder gehen. Und ab geht's! Stun, hä? Aber nicht mit mir. Level 11. Gucken, dass wir die wegkriegen. Jetzt müssen wir eigentlich mal langsam ran. Ran jetzt, ist egal, komm. Mach den Tower kaputt. Und kaputt ist er. Die ist auch tot, sehr schön. Ja. Oh, Hades kommt, Hades kommt. Bisschen warten. Leute, nicht zu übermütig, nicht zu übermütig. Kommt ein bisschen zurück. Alter, ihr seid lebensmüde, oder? Da kommt Hades. Debuff drauf. Genau, das dachte ich mir nämlich. Den haben wir. Ah, das gibt es gar nicht. Das gibt es gar nicht. So ein Stück. So ein Stück.
fuck. Ah, gefeedet. Nicht so gut. Aber es geht schnell hier. 13 Sekunden. Das dauert natürlich entsprechend lang. Bin jetzt auch schon ein bisschen höher. Ja, Stufe 12. Ich bin ja mit der niedrigste. Oh, Leute. Das wird gar nichts, oder? Oh, es geht aber eigentlich. Wir haben jetzt einfach 16 auf unserer Seite. 14, 14. Das geht. Außerdem, man muss immer positiv sehen. Wer zurück ist, der kann Items kaufen. Und zum Beispiel Demonic Grip. Außerdem kann ich wieder fliegen. Jetzt zum Beispiel. Bye bye, mein Freundchen. Light my blade. Charge. Weg ist er. Nein. Böser Tower. So. Oh, Hades. Scheiße. Ich hasse diesen Skill. So böse, wenn man gut kann. So böse. Aber, Ymir, Zeus, deine Skills jetzt raus. Hau sie raus. Du kriegst einen Doppelkill dadurch. Ja, man sieht es gerade im Chat. Richtig übel. Da ist er weg. Aber knappe Geschichte. Triple-Kill, nice. Respekt, mein Freund. Bin gleich wieder da. Ich hasse sie nicht, aber ich komme damit nicht klar. Es ist ein Brawler. Ich spiele keine Brawler, ich spiele Tanks. Vielleicht mal ein Assassin, ganz selten eigentlich. Und ansonsten vielleicht noch irgendwas, was im Fernkampf angreifen kann. Sie hat halt nur dieses blöde, diesen Ulti halt. Quasi den hier mit dem zusammen. Hey, nicht beide auf mich. Sollen das hier? Hab's ja mitgenommen. Komm, jetzt mal ran hier. Ich krieg auch ein bisschen Hilfe, ja? Ab und zu mal, ja? Danke. Gut, finde ich nett. Ey, stehen hinten rum und mache nichts. Das ist unglaublich. Jetzt darf ich zurück rein und mich heilen. Super. Bringt ja nichts hier vorne mit ein paar Hitpoints. Ja, trotzdem. Good job, everyone. Hier. Deine Mutter macht einen guten Job. Oh, warte mal. Ich kann mich gar nicht heilen, oder? Kann das sein? Nein, ich Nuss. Im Assault-Modus kann man nicht zurückrennen, um sich zu heilen. Man muss also da vorne im Assault wirklich ran da kämpfen, bis man tot ist. Und dann muss man halt aushalten. Okay, aber wenigstens regeneriere ich ein bisschen. So, Charge Up habe ich jetzt mittlerweile verstanden. Das Ding ist mein... Achso. Bin eh gleich tot. Achso, das ist mein Fernkampf quasi. Meine Seele. Er hier. Ah! Das war übel. Ich hab's gemerkt, aber dann war ich ja schon tot. Sie ist tot, sie hat ihren Special ausgelöst, ihren Ulti ausgepackt. Bin ich quasi markiert, dann war ich weg. Immerhin, wir haben einen der Türme platt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir da weiter mal durchkommen. Wir haben auch noch alle zusammen. Komm, hau drauf. Oh, 30 Sekunden noch. Das dauert natürlich ewig mit einem Respawn. Aber man kann jetzt schön über die Schulter gucken. Je höher man ist zu einer Stufe, desto länger braucht man halt zu respawnen. Nice, well done. Well done. Good job. 10 Sekunden noch. Komm, hey, ich will wieder ran. Ich darf mich nur nicht überschätzen. Das geht so schnell. Schneller als in LOL. Schneller als in Dota 2. Ja, B geht leider nicht. Das ist es ja. Ja, wer sich wundert, warum ich keine Items auswähle, ich lasse automatisch kaufen. Immer. Hier ist Zeitverschwendung meiner Meinung nach.
So, ran, komm. Das ist absolut ausreichend. Todesgeist! Nicht mit mir, mein Freundchen. Und jetzt ran. Freya Power! Juhu, Level up. Mal kurz die Potion nehmen. Waiting. Oh, gestunt, nicht gut. Yeah! Oh, das oben sieht aber geil aus, muss ich schon sagen. Wir müssen eh irgendwann sterben, das ist es ja. Aber ich will jetzt noch warten. Noch ein bisschen warten, bis meine Skills wieder ready sind. War eh so gut wie tot, passt. Assisted habe ich glaube ich sogar noch, ne? Ja. Ja, der ist so übel. So übel. Hier kann man es so ein bisschen sehen. Ich bin halt rein physisch. Sind auch schön die Items. Bei mir ist es halt wirklich physische Power mit Crit Chance. Ganz wenig Defense. Und wenn man sich jetzt mal mit Hades anguckt, Magical Defense, ist es halt ein echt böse Kombo. Aber sieht gut aus. Oh, er kommt. Ah, zu langsam. 15 Sekunden, dann bin ich wieder im Game, Jungs. Mit 8 Sekunden und es dauert noch ein bisschen. Du musst alleine durchhalten. Er hat ja Tank Capabilities, der gute Ymir heißt er, glaube ich. Ja, Ymir, wie wird ausgesprochen? Doch, genau, Ymir. Der Eis. Titan, Eisgott, nicht Titan. Los geht's. Außerdem sind meine Skills wieder ready. Die Tattoos sind so geil bei ihr. Wenn man sich das mal anguckt hier. Sehr cool. Ja, so sind sie, die nordischen Götter. Mit dem Göttervater und allen, die dazugehören. So, I'm taking to the sky now. Du bist mein ausgezeichnetes Ziel hier. Oh, was hat mich da erwischt? Das war heftig. Zwei Assisted, aber dann war ich schon wieder tot. Warte mal, wer hat mich denn erwischt? Ah, Han Batz ist noch ein bisschen OP momentan. Der ist relativ frisch rein. 4 Assisted. You're welcome. Jetzt müsst ihr aber ran hier, komm. Ist auch geil. Pup, 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 pup. Raus da. Ran. Komm, das schafft er. Haut den Phoenix-Platt. Ja, und sie haben ihn down. Super, Leute, ich bin total stolz auf euch. Komm gleich nach, bin erst Level 18. Komm mit dem Charakter einfach nicht klar. Oh, da will ich auch noch was von haben. Ja, okay, das war's. Wir haben ihn. Ich muss gar nicht mehr ran. Yes! Sieg auf ganzer Linie hier im Assault-Modus von Smite mit Mad Mike. Und good game. Es ist so ein fantastisches Spiel, ihr habt keine Ahnung. Es ist so großartig. Und wenn ihr doch die Ahnung habt, adden. First win of the day. Oh, ich kann fliegen. Das finde ich mir überaus sehr schön. Jeder dieser Götter hat eine Endanimation und eine Anfangsanimation und eigene Stimmen und...